US-Präsident Joe Biden ist zu Besuch in Irland. Gestern landete er am späten Abend in Belfast, der Hauptstadt Nordirlands, das zum Vereinigten Königreich gehört. Der britische Premier Rishi Sunak nahm den Präsidenten in Empfang und der Besuch erfolgt unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen. Offizieller Anlass der Reise ist der 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens. Das ist ein historisches Abkommen, weil ein jahrzehntelanger blutiger Konflikt beigelegt wurde. Es ging dabei im Kern um die Frage, ob Nordirland zur Republik Irland oder zum Vereinigten Königreich gehören soll. Und es war auch ein Religionskonflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Und aus Belfast ist Korrespondent Elmar Thewesen zugeschaltet. Welches Signal geht denn da heute vom Besuch des Präsidenten aus? Ja, der Präsident will hier das Signal an alle senden, dass sehr viel auf dem Spiel steht, dieses Karfreitagsabkommen auch weiterhin zu erhalten. Es hat über 25 Jahre ja tatsächlich Fortschritt und Frieden hier in der Region ermöglicht. Aber es steht ein Stück weit auf dem Spiel. Zum einen, weil Gewalt passiert. In der letzten Woche beispielsweise ein Angriff auf ein Polizeiauto. Gestern wurden Rohrbomben in einem Versteck gefunden. Und so ist die Sorge groß, dass eine neue Gewaltspirale entstehen könnte. Und andererseits auch politisch, weil seit über einem Jahr ist eine Partei, nämlich die protestantischen Unionisten, die DUP, die sehr eng die Anbindung eben nach London sucht, diese Partei blockiert die Regierungsbildung hier im Parlament, weil sie unzufrieden ist mit der Regelung, die man im Rahmen des Brexit gefunden hat, über die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Man fühlt sich hier benachteiligt und deswegen wird dieses blockiert momentan. Und der Präsident will heute in seinen Gesprächen, die er auch mit den Anführern von 5 nordirischen Parteien führt, darunter auch die DUP, will er eben noch darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, die Grundzüge dieses Abkommens von damals weiterhin zu garantieren. Sie haben es angesprochen, das Brexit-Abkommen birgt neues Konfliktpotenzial. Was kann Biden denn konkret dann dazu beitragen, die Wogen zu glätten durch diese Gespräche? Ja, manche sagen eigentlich nicht viel. Er trifft sich, wie gesagt, mit den Anführern der Parteien. Aber aus der DUP hier hört man eben, dass gesagt wird, das ist eigentlich Zeitverschwendung. Verschwendete Zeit für Joe Biden, verschwendete Zeit auch für diese Parteien, weil sie glauben, dass er nicht unparteiisch ist. Der amerikanische Präsident wird ein Stück weit eben als pro-nationalistisch irisch wahrgenommen. Er hat selber durch seine Familie ja enge Anbindungen an die Republik Irland. Und dass er vor diesem Hintergrund nicht als, ich sag mal, ehrlicher Makler hier tätig sein kann. Er hat in den letzten Monaten ja dazu beigetragen, dass es das sogenannte Windsor-Abkommen gegeben hat. Da hat man neue Regelungen gefunden, wie im Grunde genommen die Handelsbeziehungen so gestaltet sind, dass Nordirland nicht benachteiligt wird oder weniger benachteiligt wird durch diese Brexit-Vereinbarungen mit der EU. Aber auch das stößt hier auf Kritik in Belfast, wiederum bei den protestantischen Unionisten. Und insofern ist man hier nicht übermäßig hoffnungsvoll, dass er durchdringt mit seiner Botschaft. Er wird aber hier gleich an der Ulster University vor allen Dingen vor Studenten eine Rede halten und sagen, dass diese Zukunft, an der sie zurzeit mitbauen und viel dazu beitragen, hier in Nordirland auf dem Spiel steht, wenn sich die politischen Parteien nicht bald verständigen. Zu der Rede schalten wir uns auch gleich dazu. Irland steht ja jetzt sehr im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit durch diesen Besuch, der ja auch mehrere Tage dauert. Wie wird das wahrgenommen in Nordirland und auch in der Republik Irland? Ja, also wir haben hier vorhin auch mit Menschen auf der Straße geredet und auch gestern sind wir in der Republik Irland unterwegs gewesen. Also einerseits hofft man natürlich, dass es eine Einigung gibt, verdreht ein wenig die Augen, dass seit über einem Jahr im Grunde genommen die Regionalregierung hier nicht funktioniert, weil es eben diese politischen Differenzen gibt. Es braucht, glaube ich, einen Anstoß. Vielleicht kann Joe Biden den liefern, um doch wieder politisch zusammenzufinden. Aber man hat keine großen Erwartungen an ihn hier. Viel größer sind die Erwartungen in der Republik Irland. Er reist heute Nachmittag weiter, wird ein bisschen auf den Spuren seiner Ahnen unterwegs sein in Carlingford. Das ist eigentlich gar nicht weit von Belfast, aber eben auf der irischen Seite der Republik Irland. Wir sind gestern dort gewesen. Dort ist man begeistert, dass er kommt. Man glaubt, dass Joe Biden der stärkste Unterstützer der Republik Irland ist, dass man vor allen Dingen auch Wirtschaftsbeziehungen mit den USA weiter ausbauen sollte und kann. Und vor diesem Hintergrund wird er in den nächsten Tagen, glaube ich, in Irland, in der Republik Irland, eigentlich eher auf große Zustimmung stoßen. Vielen Dank für diese Einordnung. Elmar Thewesen in Belfast.